Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Jurassic World in der Lego-Variante. Ja, wir wollen weitermachen. Bonus-Verfolgungslevel sind nun freigeschaltet. Ja, ist schön. Aber wir wollen erstmal weitermachen mit Film Nummer 4, Folge 16. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Isla Nublar, Jurassic Park. So, dann wollen wir mal gucken. The Lost World, dass wir auch hier das richtige Level finden. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Nein, ich glaube nicht. So, warten wir mal ab. Mal gucken, ob uns das Level bekannt vorkommt oder nicht. Isla Sorna. Jurassic Park 3. Sonst probieren wir es hier mal. Kann aber auch sein, dass das 1 ist dann. Wir werden es schon irgendwie finden, ne? Ich bin mir ganz sicher. So, nun schauen wir uns den Ladebildschirm halt häufiger mal an. Dann werden wir hier, können wir ein bisschen Bildung machen. Ein bisschen uns die Texte immer schön durchlesen. Lost World. Das sieht gut aus. Jurassic World. So, ab nach rechts. Monorail. Das sieht gut aus. Ja, jetzt sind wir richtig. Definitiv. Und ab geht's zur Jurassic World. Du möchtest etwas Neues. So, willkommen in Jurassic World. So, mal gucken, ob wir da auch direkt das erste Level dann haben. Sieht ja ganz gut aus. So, ein paar Helden aus anderen Filmen. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß. Und pass gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein.
Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Oh, armes Schwein. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Mist. Tut mir leid, er steckt in den Zweigen fest. Komm schon, lass das Schwein herunter. So, eine kurze Pause. So, weiter geht's. Und dann wollen wir mal gucken. Oh Mann. Schon gut. Ich klettere darauf und schneide es los. Wenn ich etwas zum Klettern finde. So, ja, dann suchen wir mal was zum Klettern, wie zum Beispiel das hier. Und wir dürfen uns jetzt auch erstmal an eine Reihe neuer Charaktere gewöhnen, die ich selber auch noch nicht kenne. Ich habe den Film auch noch nicht geguckt zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufnehme. Danke, wird nicht wieder vorkommen. So. Das hat ja funktioniert. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. So, da gibt es was zum Suchen. Da brauchen wir ihn aber. So, ich sehe das Schwein schon. Hinten in der Mülltonne. Komm her, kleines Schweinchen. Naja, ein Geburtstagskuchen, da wird sogar das Schwein schwach. Haha, hab ich dich. Tut mir leid, Schwein, ich brauche deine Hilfe. So. Tut mir wirklich leid. Oh, das schießen wir jetzt aber nicht, oder? Was wird das, wenn es fertig ist? Das wird da doch nicht... Okay, es wird da reingeschossen. Oh mein Gott. Werden Sie jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Wo geht's weiter? Ganz schön weitläufig. Sie mitgenommen und vergessen Sie wieder zusammenzubauen. Wissen Sie noch, wie das geht? Bin mir nicht sicher. Naja, ich weiß das mal gucken. Im schlimmsten Fall ist da ein Minikit. Okay. So, den müssen wir auch noch abstürzen lassen. Und
Und den hier auch noch einmal. Und dann können wir hier, denke ich mal, was Schönes zusammenbauen. So, Elektroziele. Harry, wir brauchen Strom. Kein Problem. Und los geht's. Also, neue Fertigkeiten. Und hier haben wir unsere Velociraptoren. Velociraptoren. So, den Gruß habe ich schon verstanden. Ach, guck mal, wir können die hier jetzt steuern. Keine Angst, ich weiß was. So, Lego-Schalter können wir hier benutzen. Den hier auch. Und dann haben wir da wieder Elektroziele. Gut gemacht. Barry, setz das Tor unter Strom. Klar doch. So, eins. Und zwei. Und dann kommen die, denke ich mal, frei. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so viel Sinn macht. Ach, das arme Schwein. Richtig, da war was. Vier Raptoren gegen ein Schwein. Klingt fair. So, speichern. Oh, das tut mir echt leid, das Schwein. Ach, scheiße, ich bin ja auch bescheuert, ne? Warum laufe ich da auch rein? Da ist das nächste Minikit. Okay, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das so einfach wäre. So, und wir können auch als Raptor hier was zusammenbauen. Ein Riesentrampolin. Als wenn die nicht von alleine da hochspringen würden. So, aha, da vorne haben wir's. Ruh dich mal nicht zu lange aus, Schweinchen. Okay, da bin ich gespannt. Ah ja. So, Schweinchen. Natürlich schafft es wieder zu entkommen. So, ich glaube die Kamera... Genau. So, mal gucken, was wir hier machen können, dass wir die Kamera irgendwie deaktivieren. So, das sollte reichen. Aber du schaffst das. Dass der hier mit den Raptoren spricht. Manchmal muss man einfach ab durch die Mitte.
So. Der eine ist drin, dann können wir hier aktivieren, denke ich. Es ist nur ein Schalter. Ihr wisst, was zu tun ist. So, das ist ja bisher hier relativ simply. Na, riechst du das Schweinchen? Na, wo ist es denn? So, Fährten, aha. Da haben wir es. Ah, hat es schon wieder geschafft zu entkommen. Na gut, müssen wir wieder hinterher. Kein Problem, machen wir. So, das heißt, der eine wird wahrscheinlich hier rauf müssen. Und der andere kann hier den Schalter zusammenbauen. Ihr könnt nicht beide da hoch, ihr müsst zusammenarbeiten. Mr. DNS steht zu dir. So, Schweinchen, deine letzten Tage sind so langsam gezählt. Na gut, wird erstmal doch wieder verlängert. So, einmal bitte beißen, danke. So, dann riechen wir mal wieder. Na, wo geht's lang? So, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Vielleicht hier in diesem Häufchen. Ja, da bist du. Du wirst gebraten. So ist recht. So. Nein. Oh nein. Oh nein. Du, Charlie, nein. Das ist nicht gut gelaufen. Komm schon, irgendetwas muss es hier noch geben. Euch okay, nur Zeit. Versuchen wir das. So, das ist ein bisschen fleischig. Das könnte klappen. Meine Güte. Barry, der Strom. So, und jetzt bitte einmal. Jetzt dreht sich der Kram wahrscheinlich. Ah. So, dann sollten wir vielleicht jetzt hier aus dem Gehege raus. Ich sehe nach. So, hier können wir sicherlich was zusammenbauen. Ist das Dynamit? Das könnte ein bisschen rumsen. So, aber hilft uns jetzt eigentlich auch nicht wirklich weiter. So, hier haben wir eine Kurbel. Ach, guck.
Hätten wir auch schneller haben können. Oh, schnell! Los, schnell! Oh, macht keinen Scheiß jetzt. Owen! Die fressen ihn ja aus der Hand. Was wollen sie? Feldexperiment. Ich habe soeben gesehen, dass sie auf Kommandos reagieren. Wir müssen unsere Forschung weiter vorantreiben. Das sind wilde Tiere, Hoskins. Die wollen sie nicht in die Schlacht schicken. Wir machen endlich Fortschritte und das ist das Erste, was er sagt? Waffen herstellen? Mr. Grady? Owen. Owen, ich möchte, dass Sie mitkommen und sich etwas ansehen. Eine neue Spezies von uns erschaffen. Wir möchten, dass Sie das Gehege auf Schwachstellen untersuchen. Indominus Rex? Woraus wurde es gemacht? Das Basisgenom ist das des T-Rex. Der Rest ist geheim. Wo ist es? Das war doch du. Wir waren hier. Oh! Das ergibt doch keinen Sinn. Die Türen wurden ewig nicht geöffnet. Waren diese Klauenspuren schon immer da? Sie meinen es. Tja, da fehlt wohl was. Müssen wir wohl mal nachgucken. Nie im Leben könnte dieses Biest über die Mauern gelangen, ohne dass wir es merken. Aber vielleicht darunter durch. So, gucken wir mal. Hochrangige Angestellte können mit Hilfe eines Sensors mit dem nützlichen Legungsstände Gegenstände suchen. Da. Es hat versucht, sich frei zu machen. So, nehmen wir mal ihn hier. Deswegen haben wir das Fundament ja so tief gesetzt. Können Sie uns zu diesem Gerüst hochbringen? Ah, klar. So, gucken wir mal rein. YXY. So, und hier rechts haben wir direkt wieder was zum Wühlen. Das ist aber nichts für ihn hier. Das ist eher was für den Knaben. Rein da. Der wird sich mit unseren Frauen, die wir bisher hier hatten, immer wahrscheinlich ganz gut verstehen. Wie kommen wir hier rüber? Überlassen Sie das mir. Ich finde einen anderen Weg für Sie. Sollten wir es dem Indominus Rex wirklich leichter machen, die Wände zu erklimmen? Der Zug ist ab, danke. So. Hat sie das umgeworfen? Also ich bin sehr gespannt, wie der aussieht, da. Ich kenne den Film nicht. Ach, sag mir nicht, dass das keiner von denen kann. Na gut. Oh, oh, ich glaube... Ah, super. So, kurze Pause, Leute. So, Leute, weiter geht's. So, dann gucken wir mal. Also, Mechaniker, genau, können hier die kaputten Sachen reparieren. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann hauen wir hier mal rum, drehen da mal rum und irgendwann funktioniert das dann wieder. Und dann können... Ach so, dann pumpt er hier Wasser von dem einen zum anderen. Tiefer gegraben, als wir dachten. Wie kommen wir hier rüber? Tja, das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ach, müssen wir da häufiger rauf? Ah ja, jetzt, okay, macht natürlich vollkommen Sinn. Aber lustig, dass die Pumpe da schon steht, obwohl die eigentlich gar nicht wissen können,
dass das Ding, dass der da ein Loch reingräbt. Aber gut. Die Mauer ist 12 Meter hoch. Sie glauben doch nicht, sie ist rausgeklettert. Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11, hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Was ist das Problem? Er ist im Käfig, mit Ihnen zusammen! Wenn er T-Rex, so, ja, dann machen wir uns mal schnell auf die Socken. Wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann, wir sind erledigt. Wir werden gefressen. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten? Aber sicher. So, da ist ein Ausgang. Das sieht gut aus. Ganz schnell bitte. Alice, benutzt dein Schockgewehr, um den Strom wieder anzustellen. Na gut. Okay. Das sieht aber eher aus wie ein Stab. Ei, je. Oh, oh. Ein Albino-Dino. Mr. DNS steht zu Diensten. So, Tarn, okay. Bleiben Sie da. So, und jetzt? Müssen wir ein Bildchen von ihm machen. Okay, das geht schon mal nicht. Ist ja praktisch, ne? Ist der Scheißhaufen hier weiterhelfen kann? Das muss es hier doch geben. Ein Kaninchen, natürlich. Hätte ich wissen müssen. Oh Gott, den hat's aber ordentlich weggeschleudert. So, ich versuche hier extra nicht über das Ding zu laufen. Okay, es geht nicht anders. Vielleicht. Das muss ich erst überprüfen. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Bisschen hüpfen, ne? Den wollte ich. Und dann können wir hier hoffentlich das Dings durchschnibbeln und dann können wir hoffentlich hier raus. Ach, jetzt müssen... Nee, wir locken ihn ja erstmal weg. Richtig. So, und jetzt ab zum Tor. Aber flotti. Na los, öffnen Sie es. Ja, ja, ich weiß. Hackheil, sich das zu öffnen, während der da ist. Theoretisch könnte der ja auch mit raus dann. Es öffnet sich. Schnell. Hier.
nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Ach, die Scheiße. Kurieren Sie die Insel. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum aus orten. Willkommen in Jurassic World. Und das geht ja super los. Das geht ja super los. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. So, ja, ein Minikit, das haben wir blöderweise mitgenommen. Macht aber nichts. So, Owen, Grady, Barry, Aufseher Nick, Pfleger Alice, Parkangestellter Jurassic World. Sind die, die wir freigeschaltet haben. Und Fahrzeuge haben wir den Jurassic Erbauer, den Buggy, Transporter Jurassic World. Und das war alles. Ja, den Bernstein, den haben wir mitgenommen. Pachycephalosaurus. Da holen wir uns natürlich dann auch noch alles in den ganzen Leveln. Das sage ich euch dann immer pro Level. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Da geht's dann weiter mit Folge 17, ne? Und ja, wäre schön, wenn wir uns dann wiedersehen. Wenn ihr noch am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr das gerade noch machen. Läuft nicht mehr lange. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne auch einen Daumen hoch da lassen. Macht's gut, bis dann, bis zur nächsten Folge.